Die Schweiz. Ein Land, in dem man gerne lebt. Ein Land, in dem eigentlich alles funktioniert. Frau General Lausanne, bonjour, messieurs. Viele Menschen tragen im Hintergrund dazu bei. Kurt Fischer fegt Kamine im Mittelland. Valentina Andrei produziert Biowein im Wallis. Alex Boval steuert Dampfschiffe über den Genfersee. Und Beryl Joost betreut Kinder in einem Zürcher Hort. Wie leben diese Menschen? Wofür setzen sie sich ein? Und was beschäftigt sie? Vier Menschen und ihr Alltag. Ein Tag im Leben der Schweiz. Fünf Uhr morgens im Kanton Aargau. Kaminfegermeister Kurt ist eigentlich kein Morgenmuffel. Saillon im Kanton Wallis, eine Stunde später. Winzerin Valentina wird den Tag draußen verbringen. Erstmal einen Kaffee. Dann schaue ich auf das Wetter. Sie sagen Regen voraus mit ein bisschen Sonne. Kurt ist immer der Erste in der Werkstatt. Früh am Morgen kann sich der Aargauer ganz ungestört seinem Morgenritual widmen. Ich habe früher Kunst gelernt. Und ja, das Bewegung ist immer etwas sehr, sehr Wichtiges. Und es ist halt auch. Du fühlst dich einfach irgendwie besser, wenn du schon etwas gemacht hast. 7 Uhr in Montero zwischen Lausanne und Genf. Schiffskapitän Alex ist Franzose, lebt jedoch mit seiner Frau und seinem Sohn in der Schweiz. Am Morgen ist es immer eng für die ganze Familie. Es ist ein kleines Rennen, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Und da ich heute Morgen joggen werde, stehe ich ein wenig früher auf. In Rupperswil instruiert Kurt seine Belegschaft. Er ist von der Gemeinde gewählt und für die ganze Region zuständig. Sie laden Brandschutzsachen hier zum Machen. Das hier ist ein Doppel-Einfamilienhaus. Eins wird abgerissen. Kurt beschäftigt 5 Männer und 4 Frauen, 2 davon als Lehrlinge. Vor 21 Jahren hat sich der 53-Jährige selbstständig gemacht. Kommen alle raus. Es ist schon noch cool. Wir angefangen haben wir das Zweite und mittlerweile furzen hier einen um den anderen noch ins Tal hinterher. Das ist schon noch schön, das ist schon noch witzig. Zur gleichen Zeit im Wallis. Winzerin Valentina bewohnt in ihrem großen Weinkeller eine kleine Zweizimmerwohnung. Es ist ein altes Haus. Zuerst hatte ich Angst, weil es so viele Türen hat. Den Keller unten, auf der anderen Seite noch 2 Keller. Es ist sehr groß, aber ich habe mich daran gewöhnt. Sie arbeitet vor allem alleine und stellt je nach Saison Arbeitskräfte tageweise an. Heute muss sie eine Mitarbeiterin in Riede abholen. Im Moment ist es etwas ruiger. Die Reben liegen 2 bis 3 Wochen hinter dem Vorjahr zurück. Es ist ein spätes Jahr. Wir haben den Schnitt beendet, wir haben die Triebe gesäubert. Jetzt kümmern wir uns ein wenig um den Boden. Hey, bonjour Maria. Ça va? Das hat er mir noch nie angetan. Ich verstehe nichts davon. Ich frage Antonio, ob er ein Überbrückungskabel hat. In Montero im Kanton Waadt ist es 7:15. Je peux habiller Martin ou bien tu veux y aller? Alex ist in zweiter Ehe mit Sylvie verheiratet. Die gebürtige Walliserin arbeitet 80% im Personalwesen. Die beiden teilen sich die Familienarbeit auf.
Fürs Wechseln ist Alex zuständig. Martha ist ein großes Glück. Unter der Scheidung von seiner ersten Frau hat Alex sehr gelitten. Seine 15-jährige Tochter sieht er nur alle 2 Wochen. Sie ist mit ihrer Mutter in Frankreich geblieben. Trink vorsichtig. Ça, c'est avalé, hein? Hein? Während Sylvie Martin zu ihren Eltern bringt, macht sich Alex fürs Joggen bereit. Ich fahre bis Nyon und laufe dann nach Genf. Das sind ungefähr 20 Kilometer. Es ist 7:30. Um diese Zeit sind die meisten Menschen in der Schweiz schon an der Arbeit. In Stäf am Zürichsee lebt Beryl mit ihrem Partner zusammen. Sie ist Sozialpädagogin und Hortleiterin und muss erst um 10 in Zürich sein. Jeden Tag noch von meinem Schatz ein Zettel. Das ist so wirklich seit 7 Jahren eigentlich, entweder ich oder er, der früher aufsteht. Hinterlässt eine Spur. Genau. Sie kann sich Zeit lassen und macht jeden Morgen 10 Minuten Meditation. Ich bin eigentlich nicht so ruhig am Morgen. Ich bin jemand, der aufsteht und eigentlich den Kopf gerade anfängt zu denken und den ganzen Tag abspielt. Und von dem her ist es so für mich extrem wichtig, habe ich gemerkt, mal so ein bisschen zurückzukommen in die Langsamkeit hinein. Und ich merke, wenn ich das am Morgen mache, gelingt es mir wie so während dem Tag öfter auf das Gefühl zurückzukommen. Valentina steckt immer noch in Riede fest. Merci beaucoup. Vielen Dank. Wir sind gerettet. Männer sind einfach wunderbar. Voilà, c'est bon, Maria. Valentina, die gebürtige Rumänin, kam aber nicht wegen eines Mannes in die Schweiz, sondern um Französisch zu lernen. Sie war damals 20 und hat sich sofort ins Wallis verliebt. Ich liebe die Berge, die Bäume und die Natur. Materielles bedeutet mir nicht viel. Schöne Häuser und so, das sagt mir nichts. Ich liebe die Natur. Es fühlt sich einfach gut an. Es gibt mir Energie, wenn ich diese Berge sehe. Wenn ich schöne Blumen sehe, dann spüre ich etwas. 8:30 am Genfersee. Seit 10 Jahren trainiert Alex 5-mal in der Woche und nimmt regelmäßig an Bergmarathons teil. Gerade trainiert er für einen Trail in Spanien. Ja, ich brauche das. Ich hoffe, es hält an. Die Jahre vergehen. Alex liebt die Ruhe und ist gerne allein. Mit meiner Arbeit ist es sehr schwierig, eine Teamsportart oder eine mit genauen Zeitplänen zu betreiben. Daher passt dieser Sport wirklich gut zu mir und meiner Arbeit. Normalerweise braucht er ungefähr 2 Stunden für die 20 Kilometer von Nyon nach Genf. In Rupperswil im Kanton Aargau ist Kurt heute mit seiner Stiftin Marisa unterwegs. Du kannst einfach läuten. Gemeinsam müssen sie ein großes Bauernhaus reinigen und Marisa muss für die Abschlussprüfung üben. Warum ist Kurt eigentlich Kaminfeger geworden? Das ist unseren alten Kaminfegermeister geschuld, wo wir in Möriken, wo ich aufgewachsen bin. Das war einfach ein zufriedener Mensch. Der hat immer einen Spruch gewusst und der hat immer. Er war immer gut gelaunt. Ich hatte das Gefühl, das ist cool, das wollte ich auch. Und das war bei der dritten Klasse, der dritten Primarklasse, wo ich entschieden habe, ich werde Chemiefäger.
voll durchgezogen. Unglaublich. Marisa, komm starten. Das ist unser Telefon. Unten kontrolliert er, was sie macht. Also das mache ich natürlich. Flott, wie ich bin. In 2 Monaten hat Marisa ihre Abschlussprüfungen. Die Leute sind immer wieder überrascht. Ah, Frauen, die machen das auch. Ja, sicher. Und auch jetzt merke ich bei mir in der Familie, wo ich gesagt habe, ja, als Lehrer mache ich Chemiefägerin. Das sind alle gerade, oh, mega cool. Und das habe ich jetzt noch nie gehört. Und dann, ja, muss sie anlängen, du bringst Glück. Dann denke ich so, ja, okay. Und jetzt bin ich hier. Und jetzt gleich fertig mit der Lehre. Und bin also immer noch sehr glücklich. Ja, siehst du. Wenn du so Ausbildner bist, ist es einfach Hammer, wenn du so Feedbacks bekommst. Dann weisst du, dass die Wahl für diesen Beruf einfach gut rausgekommen ist. Schnell das Hammerswerkzeug, das du ausgewählt hast. Ich habe also, ja, wirklich, muss sagen, habe ich hohe Freude gehabt. In Genf am Schiffssteg. Alex hat etwas mehr als 2 Stunden gebraucht. Kein neuer Rekord heute. Gut, mit diesem Gegenwind. Es war ein bisschen... Naja, es ist gut. Alex ist einer von 120.000 Franzosen in der Schweiz. Er arbeitet seit bald 30 Jahren bei der Genfer Schifffahrtsgesellschaft. Jetzt nehme ich eine gemütliche Dusche. Nachher machen wir das Boot klar. Essen etwas. Und eine Viertelstunde vor dem Einsteigen ziehe ich die Uniform an und mache nochmals eine Tour ums Schiff. Auf Schweizer Seen fahren noch 17 Raddampfer. Seit bald 14 Jahren arbeitet Alex schon auf der Savoie. Immer noch mit der gleichen Begeisterung. Ein Original. Ein gutes Instrument von 1914. Seit einem Jahrhundert benutzt man das gleiche Material. In der Schweiz verkehren viele Dampfschiffe. Die Flotte wird sogar wieder ausgebaut, weil die Leute gerne Schiff fahren. In Frankreich ist es ein wenig anders. Es gibt auch große Traditionen, aber nicht diese. Und es war nicht das, was man mir hätte anbieten können, als ich 20 war. Ich wäre sicher in Frankreich geblieben, wenn ich diesen Job dort hätte machen können. Kurz vor 10 im Wallis. On peut mettre les sacs ici, Maria. Valentina bewirtschaftet seit 5 Jahren verschiedene Rebberge auf 4 Hektaren rund um Saillon. Sie hat sich zur Winzerin und Weinhändlerin ausbilden lassen und produziert biodynamischen Wein. Heute sät sie Klee an. So säst du von einer Seite und dann machst du dasselbe von der anderen Seite wieder zurück. Ich habe den Klee gewählt, weil er niedrig bleibt. Ich versuche damit, die Pflanzen zu unterdrücken, die etwas zu hoch wachsen und mit der Rebe konkurrieren. Zudem wird der Boden so mit Stickstoff angereichert. Valentina ist immer noch beeindruckt von der Schweizer Anbautradition in steilem Gelände. Hier haben wir 4 Linien, Mauer an Mauer. Ich komme aus Rumänien. Wir haben Hektaren von verlassenen Weingärten. Hier kultiviert man jeden Meter Land. Das finde ich unglaublich. Mit 35 hat sie sich als Bio-Weinproduzentin bereits einen Namen gemacht. Woher kommt Ihre Faszination für den Weinbau? Von klein auf habe ich meinen Eltern in der Landwirtschaft geholfen. Die landwirtschaftlichen Grundsätze bleiben die gleichen, auch wenn es Tomaten sind. Wir hatten auch einen Weinberg in Rumänien. Ich liebte es, Trauben zu pflücken. Und als ich in Rumänien meinen Abschluss machte, ging ich in den Hängen Trauben pflücken. Es war großartig. Da war eine Energie, die hat Lust gemacht auf mehr. Die hat etwas ausgelöst. Also, du ziehst das raus, aber nicht zu fest zerren. Nur an der Oberfläche. Es ist kurz vor 10 am Zürichsee. Beryl pendelt. In einer halben Stunde muss sie anfangen.
Vor dem Hort hat sie in Jugendheimen gearbeitet. Ich habe nicht wie so gemerkt, so dass rund um die Uhr verfügbar sind mit Wochenende und Abend und Nacht und so weiter, das wollte ich wie nicht wählen. Und bin dann als Stellvertretung im Hort gelandet. Und dort, wo ich jetzt bin, bin ich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, so ein bisschen stecken geblieben. Da habe ich auch als Stellvertretung angefangen und habe dann wie so gemerkt, das Quartier gefällt mir auch gut. Und das Team hat sich gerade neu zusammengestellt. Und das ist für mich bis heute irgendwie eine rechte Bereicherung. Zudem liebt sie Kinder. Beryl ist selbst als Tochter von Schweizern in Uganda geboren und hat immer wieder im Ausland gelebt und gearbeitet. Was schätzt sie besonders in der Schweiz? Ich glaube, das, was ich am meisten schätze, ist so die Freiheit, zu jeder Zeit dort herkommen, wo du willst. Also im Sinne von nicht eingesperrt sein, nicht müssen Angst haben, einfach können, dich frei zu bewegen. Das ist etwas, was ich sehr gelernt habe zu schätzen, also durch andere Erfahrungen beim Reisen. Das ist wirklich etwas, was ich extrem wichtig finde. Hi, Nicolina. Grüezi. Hi zusammen. Seit 9 Jahren leitet sie einen Hort im Zürcher Multikulti-Quartier Kreis 4. Neu haben in der Stadt Zürich alle Kinder ein Recht auf einen Betreuungsplatz über Mittag. Die Belegung hat darum extrem zugenommen. Im Schulhaus Hohl gehen 320 Kinder zur Schule. 2 Drittel davon werden im Moment noch in 6 verschiedenen Horten betreut. Wir haben einen Hort, der geschlossen wird, der dann wie integriert wird ins Bestehende. Wir werden vom Team her neue Zusammensetzungen haben. Nochmal. Und, das sind jetzt so die Veränderungen, die uns jetzt vor der Tür stehen. Was dann nachher der Einfluss ist auf unseren Alltag. Wie gestalten wir das? Wie bringen wir all die Kinder zum Essen über Mittag, wo wir dann werden haben? Wie gestalten wir die Abläufe? Haben wir noch Gruppenzeiten oder ist alles mehr in Bewegung? Also das sind viele Fragen, die wir besprechen und schauen. Am Genfersee. Es ist 11. Bevor der Ansturm losgeht, trifft sich Alex mit seiner Crew zum Mittagessen. Dieser Moment ist uns heilig. Die Essenszeit mögen wir gerne. Wir können uns ein bisschen ausruhen. Wir können zusammen essen. Wir haben lange Tage und dieser kleine Unterbruch finden wir toll. Wir schätzen das sehr. Sie haben keinen Stress. Jeder weiß, was er zu tun hat. Einige von uns kennen sich seit vielen Jahren. Die Älteren unter uns sind schon lange hier. Das funktioniert gut. Kochvorbereitungen laufen auch im Kanton Aargau. Kurt hat den Mittagstisch eingeführt. Jeder Mitarbeiter hat eine Woche lang Küchendienst. Bezahlte Arbeitszeit selbstverständlich. Der Mittagstisch ist eine Kommunikationsplattform, die extrem gut ist. Also über den Mittag sind sie in der Regel bewaffnet mit Messer und Gabel. Und dann ist niemand gerade so am Telefon oder am Kompi oder so. Man kann auch ein bisschen persönlichere Sachen miteinander besprechen. Das ist ein wichtiger Beitrag, eigentlich, dass in einem Team eben arbeitswert ist. Eine Arbeitsstelle soll wirklich arbeitswert sein und soll schön sein. Der Chef nutzt die Zeit für ein bisschen Unterricht mit Marisa. Du, wie hoch ist der Heizwert vom Holz? 14.000 Kilogramm. Ah, super. Das sind eben so Sachen, die man beim Kochen kann wunderbar verbinden kann. So Informationen weitergeben oder auch Informationen rauskützeln. So zum Beispiel, du Mare, wann kommst du jetzt an die Autoprüfung? Das freut mich. Das sagt sie nicht. Im Schulhaus Hohl in Zürich läutet es. Mittagspause. Hallo Rina. Rina, was hast du noch vergessen? Hallo Nicolina. Hallo Jean-Luc. Heute kommen 32 zum Mittag. Gesamthaft haben wir jetzt gerade anschauen, 38 Anmeldungen. Aber die kommen natürlich an verschiedenen Tagen.
Wir haben angefangen, da haben wir kein einziges deutsch sprechendes Kind in unserer Gruppe. Und dann ist so hat es langsam angezogen mit den ersten Schweizer, mit Kindern, die ins Quartier gezogen sind. Und mittlerweile haben wir so eine 50-50-Situation. Und das finde ich im Moment eigentlich sehr schön, weil ich finde, es profitieren alle enorm gegenseitig voneinander. Am Anfang macht Beryl immer ein kleines Gruppengespräch. Die vierte Klasse hat ja heute noch einen Ausflug, oder? Ja. Wo gehen wir hier heute auf dem Ausflug, Alexander? Moschee. Moschee anschauen. Mhm. Wer von diesen Kindern, die heute auf den Ausflug geht, war schon mal in einer Moschee? Schon sie gemacht. Ja, genau. Und wer von diesen Kindern, die heute Nachmittag den Ausflug hat, ist das allererste Mal, geht in eine Moschee anschauen? Okay. Beryl muss die Zeit bis Viertel vor eins überbrücken. Wegen der hohen Belegung müssen die Kinder in zwei Etappen essen. Also, da bin ich jetzt froh. Mittagspause auch im Wallis. Valentina geht mit Maria ins Nouveau Bourg in Sayon essen. Das Restaurant bezieht regelmäßig Wein von ihr. Valentina hatte keine Mühe, sich hier im Wallis zu integrieren. Ich glaube, es ist auch, weil die Leute gesehen haben, dass ich arbeite. Als ich 2013/14 angefangen habe, habe ich alles selbst gemacht. Den Anbau, die Lese. Sie haben mir wohl geholfen, weil sie gesehen haben, dass ich alles mache. Ich denke, das ist das, was zählt. Essen ist fertig, auch in Rupperswil. Am Mittagstisch mit dabei ist auch immer kurz Ex-Frau Rita. Die beiden haben das Geschäft gegründet und zusammen eine 23-jährige Tochter. Als Paar sind sie aber schon lange getrennt. Und Kurt, du hast gesagt, du tust sie offen, hä? Und ich bin einfach hallo. Du das Kind hast, dann hast du halt ein Leben lang eine Beziehung miteinander. Das ist halt einfach so. Und wir haben es einfach so super lösen, dass sie meine Chefsekretärin bleiben tut. Und ja, funktioniert einfach super. Beryl lässt die Kinder am liebsten draußen rumtoben, wenn sie aufs Essen warten müssen. Was gefällt dir besonders an ihrer Arbeit? Jeder Tag ist anders. Und halt so das frisch auf der Leber. Man ist so, wie man ist, mit allen Gefühlen, die dazugehören. Das finde ich immer nach wie vor ein schöner Teil. Also, ihr drei, wir gehen noch mal hinten rein. Endlich ist Viertel vor eins. Heute gibt's noch ein spezielles Geburtstagsritual. Im Moment dürfen die Kinder noch in Gruppen essen. Beryl fände es wichtig, dass das auch so bleibt. Zurück in Genf. Alex hat sich umgezogen. Bonjour, madame. Ah, ça descend, hein? Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à bord. Für die Menschen ist die Uniform wichtig. Sie hat Tradition. Es wurde immer eine strenge Uniform getragen. Es liegt auch an uns, diese Tradition zu pflegen. Auch nach 30 Dienstjahren ist er immer noch stolz auf sein Schiff. Es ist ein Teil der Schweiz. Die Schiffe auf allen Seen der Schweiz. Das ist etwas Wichtiges. Mit ihren Farben. Sie gehören einfach zur Landschaft. Sie sind mutig. Sie schwimmen dort. Sieh dir das an. Auf einem Boot muss man immer vorsichtig sein. Als kleiner Junge waren die Schiffe für mich der Inbegriff von Abenteuer. Die Magie dieser Schiffe hat mich angesprochen. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, sagte ich mir, wow. Ich fand sie so schön und begann davon zu träumen, auf einem solchen Schiff zu arbeiten. Valentines Leidenschaft gilt nicht nur ihrem Weinberg, sondern auch ihrem Weinkeller.
Während der Lese kann ich nicht einschlafen, bevor ich nicht bei allen Fässern war und alles gut ist. Manchmal komme ich sehr spät, Mitternacht, 2 Uhr morgens, aber ich muss die Tour machen. Sie sind wie Kinder. Wenn du dich nicht um sie kümmerst, bevor du ins Bett gehst, kannst du nicht schlafen. Von diesem Weißwein produziert Valentina nur gerade 1000 Liter. Gelernt hat sie bei der Walliser Weinikone Marie-Thérèse Schapper. Sie hat Valentina vom biodynamischen Anbau überzeugt. Ich habe es so gelernt und möchte so natürlichen Wein wie möglich produzieren, ohne einzugreifen. Wenn du gute Trauben im Keller hast und wenn du gute Böden hast, dann finde ich, soll man die Erde machen lassen. Es ist 2:30. Beryl hat nur wenige Kinder am Nachmittag. Es bleibt Zeit, ihnen ihre afrikanische Vergangenheit ein bisschen näher zu bringen. Die Ente, die ist nämlich gereist, die ist in die Ferien gegangen. Und die ist in die Ferien gegangen in das Land, wo ich auf die Welt gekommen bin. Auf Uganda, das ist Afrika. Und all die Fötter, die da sind, wo das Ente irgendwo versteckt ist. Das. Ja, genau, dort ist es. Darf Juno wieder den... Jetzt darf ich aber noch. Genau. Da ist es auch einfach, hä? Ja. Und da bei dem? Da. Ich habe das angefangen für mein Gottemädchen, so Bücher zu machen, wenn ich unterwegs bin am Reisen. Und zu Uganda habe ich natürlich auch eins gemacht. Und habe dann wie so gemerkt, ich erzähle den Kindern so viel davon. Das können wir fragen. Warum bist du weiss und wieso bist du in Afrika? Und ist es wirklich so, dass du in Afrika geboren bist? Und so weiter. Und dann habe ich wie so gefunden, ich drücke das einfach noch einmal mehr für den Hort. Und staune immer wieder, wie Freude sie haben. Aus ihrer Geschichte heraus hat sie sich lange auch in einer Schule in Nairobi engagiert. Es gibt dann schon so Momente, wo man so findet, einfach so die Bilder dort kommen, wie die Kinder zum Teil eine Stunde laufen so mit der Schule, wo am Samstag und am Sonntag auch noch kommen wollen, wo extrem viel wegfällt, wenn es den Tag nicht gibt und jeden Tag der gleiche Porridge ein Highlight ist, oder? Beryl würde das überzählige Essen aus dem Hort gerne an Bedürftige im Quartier verteilen, aber das darf sie nicht. So der bürokratische Teil in der Schweiz, ich finde, da hat es immer wieder Sachen, die schwierig zu verstehen sind. Oder wenn man so sieht, wie in anderen Ländern es ganz anders läuft und auch funktioniert. Und wie man auch merkt, ich glaube, es hat so... Es nimmt den Menschen auch so ein bisschen den freien Raum, um mal etwas gestalten und machen, weil wirklich einfach immer überall sehr viele Hindernisse da sind, was teilweise Sinn macht und teilweise auch aus meiner Perspektive ad absurdum getrieben wird. Kurt ist auf dem Weg zur Berufsschule Olten, um einen Schulbesuch bei seinem Erstlehrjahrstift zu machen. Er wollte nie weg von hier und kennt die Gegend wie seine eigene Hosentasche. Ich gehe gerne in die Juraberge, also Gisliflur und Wasserflur, das ist so. Das sind so die Hausberge und das ist schon das, was dich verbindet. Du bist mit den Eltern laufen und bist selber als Eltern auch dort laufen. Das ist schon etwas, wo du verwurzelt bist. Kurt nimmt seine Aufgabe als Lehrmeister sehr ernst und gibt ebenfalls Kurse hier. 40 Kaminfeger und Kaminfegerinnen werden allein an der Berufsschule Olten ausgebildet. Gesamtschweizerisch sind es 192. Machen wir mal 2 hier oben auf, dann werden wir das weg. Ne? Und den Deckel. Ist der Einzige machen. Der hält nicht den Deckel. Alex ist schon 2 Stunden unterwegs. Er macht 2 bis 3 Fahrten pro Tag über den zweitgrößten See Mitteleuropas. So kommt er täglich auch auf die französische Seite, in seine alte Heimat. Was hält er als Franzose von den Schweizern? Die Schweizer sind sehr offen für das, was im Ausland geschieht. Aber ich glaube, sie hängen auch sehr an ihrem Land. So sehe ich es. Sie würden ihr Land um alles in der Welt verteidigen und hängen sehr an ihren Traditionen und an ihrer Heimat. All die kleinen Sachen, die die Schweiz ausmachen, die darf man nicht antasten. Die Genfer Schifffahrtsgesellschaft transportierte 2017 fast 2,3 Millionen Passagiere. Und es werden jedes Jahr mehr.
Manche Passagiere nehmen sich Zeit, stellen Fragen, machen Fotos und so weiter. Das ist Teil der Kreuzfahrt. Bonjour, Monsieur. Where are you from? Excuse me. Where are you from? Russia. Okay. Welcome in Switzerland. How long time do you stay here? How long time do you stay here? 3 days. 3 days. Okay. Have a nice day. Beryl ist daran, sich selbstständig zu machen. In diesem Gebäude bietet sie Coaching an. Die drei Frauen haben zusammen die Ausbildung gemacht und treffen sich regelmäßig zum Feedback. Beryl möchte sich auf einzelne Kinder und ihre Eltern konzentrieren. Ein Angebot, das es so bisher außerhalb von Schulen kaum gibt. Was natürlich auch ist, ist, dass die Schulen vieles anbieten, mehr so im Abklärungsbereich, im schulpsychologischen Dienst oder gewisse Therapieformen. Und es gleichzeitig aber auch wertvoll kann sein oder wichtig kann sein für Eltern, dass das eben nicht in diesem Kontext passiert, sondern dass sie wie selber etwas holen können, das eben unabhängig von dem Schulsystem läuft. Sie ist erst am Anfang, könnte sich aber durchaus vorstellen, ihr Konzept mit dem zu ergänzen, was ihr selbst wichtig ist im Leben. Ja, es gibt noch so eine Vision im Hintergrund. Und das ist wirklich so die Verbindung von der Leidenschaft für den Garten und die Natur und das Coaching. Und also das immer wieder realisieren, jetzt auch während der Ausbildung, wie viel, was für einen Einfluss und wie viel das kann geben, wenn man in der Natur arbeiten kann mit den Leuten. Valentina ist auf dem Weg zu einer speziellen Weindegustation. Sie produziert wenig, aber teuren Wein. Neben ihr gibt es rund 33.000 Weinproduzenten in der Schweiz. Circa 1 Million Hektoliter Wein werden jährlich produziert. Ist der Markt nicht schon gesättigt? Ich glaube nicht, dass er gesättigt ist. Ich denke, wir müssen gute Weine machen. Da ist Platz für alle. Manchmal finde ich, dass wir uns hier in der Schweiz gegenseitig zu fest kritisieren. Einerseits unter den Kantonen, aber auch unter den Produzenten. Es gibt doch Platz für alle. Die Schweizer Rockband Gotthard gibt ein Konzert in Lausanne. Die Musiker haben Valentina und den bekannten Tessiner Winzer Sascha Pelosi beauftragt, für sie einen neuen Wein zu kreieren. Zusammengebracht hat sie Nicolas Wüst, der Freund von Valentina. Er ist Weinliebhaber und Hansdampf in allen Gassen. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Salut. Salut. Comment ça va? Magnifique. Hey, salut, Léo. Salut, ja. C'est moi magnifique, t'es en train de dire? Oui. Die Bandmitglieder haben eine Vorliebe für guten Wein und treffen sich regelmäßig. Wir haben einen Weinclub in Tessin. Wir drei mit unseren Freunden. Da sind Banker drunter, Gastronomen. Wir machen immer Abende mit Blinddegustationen. Wissen nicht, was dahinter steckt. Wir haben die Themen und es gibt Gewinner. Jeder bringt seine beste Flasche mit. Es ist schön. Es ist halb gesellig, halb Weinliebe. Drei verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Mischverhältnis stehen zur Auswahl. Leo Leoni, Nick Mäder und Freddy Scherrer sind sich jedoch schnell einig. Er ist ein bisschen fruchtiger, runder. Wenn wir noch ein Jahr warten, kommt der zweite sicher gut. Es ist 8. Alex versucht in der Vorsaison, möglichst früh nach Hause zu kommen. Seine Familie und sein Zuhause sind ihm das Wichtigste. Hallo. Hallo. Wie ist es? Ça va? Ça va? Oui, bien. Tu viens? Ça va, chérie? Ça va? Ouais, t'as fait des pulls? Oui, j'ai fait la reine de mer, ça manque. Ils sont beaux, hein? Tu sais quoi, c'est très chaud, Martin. On va attendre un petit peu. On va les mettre. Puis là, on arrive, il. Dès qu'il a entendu. Wenn ich nach Hause komme und er mich hört, dann wartet er schon auf mich, der kleine Kerl.
C'est chouette. Wenn ich nicht zu spät bin, reicht es noch, um zusammen zu essen. Das genieße ich sehr. Denn im Sommer, in der Hochsaison, wird das nicht mehr möglich sein. Im Sommer sehen wir uns viel weniger. Manchmal kommt es vor, dass ich den Kleinen eine ganze Woche nicht sehe, weil er schon im Bett ist. C'est bon? C'est vraiment très bon, hein? Oui, hein? Ah oui, voilà. Mais c'est pas moi qui fais. Quoi? Je parie que c'est ta maman ou ton papa? Papa. Ah, ben voilà. Halb neun bei Beryl zu Hause. Sie ist angekommen, auch im übertragenen Sinne. Es ist noch lustig, früher bin ich auch viel gereist und hatte immer so ein bisschen Reissen gehabt, nach dem Wiedergehen. Seit ich jetzt so das habe, ist wie ein neuer Aspekt reingekommen. Weil ich sowieso merke, das Schönste ist eigentlich, wenn du ein Stück vom Reisen wie jeden Tag kannst holen kannst. Und das jetzt so in der Hängematte da bambeln und irgendwie die Landschaft rausschauen, ist so ein Moment. Ich merke, es ist eine Qualität, die ich jetzt auch hier habe. Und von dem her ist das. Ist schon die Schweiz mein Zuhause. Immer mehr geworden. Vor 3 Jahren konnten sie und ihr Freund dieses Haus mit Garten mieten. Philipp ist Lehrer, aber die beiden verbindet nicht nur Berufliches, sondern auch die Liebe zur Natur. Da wohnen der Franz und der Rucola. Zwei Goldfisch. Mein gutes Mädchen und ihre Schwester haben Namen gegeben. Der Rot ist der Rucola und der Gelbe ist der Franz. Seit 15 Stunden ist Kurt Fischer heute schon unterwegs. Aber für ihn ist immer noch nicht Feierabend. Seit Jahren engagiert er sich im Vorstand des lokalen Gewerbevereins. Der Austritt aus dem Aargauischen Gewerbeverband ist ja vom Tisch, oder? Oder ist der nicht vom Tisch? Nachdem, was er mit dir. Das ist ja einfach ein Diskussionspunkt. Wir wollten einfach wissen, was bringt uns der Verband bringt. Dass wir jetzt auf die GV jemanden einladen, der erzählt, was sie machen. Also gut. Und der kommt. Der kommt, der Otto Meier hat hier einen an der Angel. Ja. Die Vorstandsmitglieder sind alte Freunde. Kurt findet es wichtig, dass man sich freiwillig engagiert. Da machst du einfach mit, wenn du in so einem Dorf einen Gewerbezweig betreibst, habe ich das Gefühl, da machst du einfach mit. Das ist so Service Public. Ja, unser Rebenlicht auch. Wieder Rebenlicht und so. Der rechnet sich auch nicht. Und gleich gehen wir alle Jahre am Rebenlicht Glühwein ausschenken. Und das wie Lehrlingsausbildung, da rechnet sich nie. Und gleich machen wir es immer wieder, weil es unsere Zukunft ist. Und organisieren untereinander ist irgendeine Art eben auch eine Zukunft. Die Traktanten sind schnell abgearbeitet. Zeit für den gemütlichen Teil des Abends. Hi! Kurz Freundin Regula stößt dazu. Die beiden sind seit 11 Jahren ein Paar. Hi! Noch jetzt. Ein Plättchen in einer kleinen Runde von Freunden kommt immer gut an. Kilometer entfernt. In Monteron ist es Zeit für ins Bett. Allez, tu dors maintenant. J'appelle maman. Ok? Ciao, ciao. C'est pas possible. Alex und Sylvie machen auch das gemeinsam. Sie sind ein gutes Team. In meinem Leben werde ich meine Frau nicht wechseln. Und ich werde auch meinen Job nicht wechseln. Ich realisiere langsam, dass ich mir auch wieder mehr Zeit für mich selbst nehmen kann. Im Großen und Ganzen habe ich also einen Job, der mir gefällt. Ich habe eine Familie, mit der ich glücklich bin. Es geht mir gut. Und ich habe meine kleinen Aktivitäten.
Das alles zusammen gibt ein gutes Gleichgewicht. Ich liebe das Leben, das ich habe. Ich würde nichts ändern. Im Metropol in Lausanne hat das Konzert von Gotthard begonnen. Valentin und Nicolas sind seit einem Jahr zusammen. Zwei, die ihre Leidenschaft leben, haben sich gefunden. Ich habe nicht viel Zeit und Nicolas arbeitet auch viel. Dass er einen dichten Terminplan hat, passt. Ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der bis 5 im Büro arbeitet. Ich wäre dann auch gezwungen, ein normales Leben zu führen. Für Kurt war es ein langer Tag. Heute? Vor 7 Jahren haben sich Regula und er das Haus in Veltheim gekauft. Die Unfallchirurgin und der Kaminfeger haben sich in einer Klinik in Aarau kennen und lieben gelernt. Das war ein Unfall. Du sagst immer, du sagst mir vor die Füße gerollt. Ja, das ist ja quasi so. Ich bin mit dem Betrieb von Skifahren. Also wir sind zwei Chemiefägergeschäfte Skifahren und ich grosser Busfahrer. Oder? Und halt, ich gesagt, das soll sich ja nicht mehr getrauen, irgendeinen Unfall zu machen. Und werde schlussendlich horizontal in der Regula vor die Füße gerollt worden, wie das nie war. Ja, so haben wir uns kennengelernt. Und am Anfang haben wir gefunden, ja, also ich habe gefunden, das geht gar nicht, Patient und Arzt. Geht gar nicht. Aber wir haben da etwas anderes gemacht daraus. Es geht gar nicht, geht sehr gut. Du bist ja dann auch mal nicht ein Patient gewesen. Ah ja, gut, ja. Auch Beryl und Philipp haben es sich gemütlich eingerichtet. Eine Sache gibt es jedoch, die sie bedrückt. Sie wünschen sich schon lange ein Kind, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Ja, also, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, dass man nicht auch hadert und dass es nicht auch eine Belastung ist für unsere Beziehung immer wieder. Dass es auch viel Verzweiflung und Wut und Trauer und Frust, und das ist alles auch da. Und gleich sind wir an einem Punkt. Also. Ja, es ist noch nicht klar, wie weiter, und wir haben immer auch noch Hoffnung. So. Ich wollte eigentlich das Leben lang immer Kind wählen. Und mir immer gesagt, wenn es gibt, dann ist das ein Geschenk und dann ist das schön. Und wenn es halt nicht geht, dann ist irgendetwas anderes bestimmt. Und von dem her, ja, schauen wir weiter. Auf jeden Fall weiss ich, dass ich mit dir an viele Orte mitkomme. Und von dem her, ja, freue ich mich auf die Zukunft, die noch kommt. Mit dir. Ein Tag im Leben der Schweiz geht zu Ende. Valentin und Nicolas sind auf dem Heimweg. Morgen stehen sie wieder auf. Und mit ihnen mehr als 8 Millionen andere Menschen in der Schweiz. Jeder mit seinem Alltag und mit seiner Geschichte. Nächste Woche. Kladuri Blanke fällt Bäume im Engadin. Rita Streuli kontrolliert Billette bei den Zürcher Verkehrsbetrieben. Hans-Jörg Schwiezer markiert Signalisationen auf Appenzell Straßen. Und Sabina Fehr führt einen Zoo im Tessin.